Vor einem Jahr wurde der kleine Tajiri, genannt Taj, im Animal Adventure Park in Harpersville, New York, geboren. Die Welt war via Webcam live dabei. Lange wartete man auf die Geburt. Jordan Patch, der Eigentümer von Animal Adventure, erklärt, es sei sehr schwierig, bei Giraffen den Geburtstag genau vorherzusagen. Uns bleibt nur übrig, das Verhalten der Giraffenmutter zu beobachten. Karotten liebt der Kleine über alles. Wie viele Karotten fressen die zwei denn so? Jeder hat 10 Pfund gefressen, allein während wir uns unterhielten. Wenn Taj bald nicht mehr gesäugt wird, muss er vielleicht Abschied nehmen und kommt in einen anderen Tierpark. Da stellt sich doch die Frage, ist ein Baby unterwegs? Jordan sagt, naja, Mutter April und Vater Oliver hatten ein paar Dates. Da könnte schon etwas dabei rausgekommen sein.